Und willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Let's Play mit Timo. Wir sind hier in Rifton unterwegs und möchten einen Knopf drücken. Seht ihr, wie ich einen Knopf drücke? Es funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich diesen Knopf nicht drücken? Was ist hier kaputt? Verstecken. Ich kann den Knopf nicht drücken. Die wollen nicht mit mir reden. Oder geht das nur nachts oder was? Was? Wollt ihr mich jetzt froh bellen? Ja, ich warte einfach mal. Muss ich echt mal warten auf die Nacht? Ob das nur nachts geht mit dem Knopf hier? Jetzt ist dunkel genug, komm. Das geht nicht mehr. Der packt rum. Dann müssen wir es auf herkömmliche Weise machen. Oder wir porten einfach normal dahin. Vielleicht habt ihr jetzt irgendwie das Spiel einen Dachschaden. Komm, Notfall. Dann muss ich hier echt jetzt mal den klassischen Weg antreten. Zur Diebesgilde. Einfach hier mal. Die Blümchen, die sind einfach auch. Haben eine geniale Farbe jetzt. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Hui! Ab in den Rattenweg und los geht's. Hier liegen immer noch unsere Leichen. Die könnten mal langsam jemand wegräumen. Tag, der Herr. Tag, der Herr. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich. Ja, du willst immer was Willkommen in klarstellen. unserer netten kleinen. Etwas hiervon, etwas davon. So, die hat wieder 1000 Gold. Und dann können wir hier wieder. Zack. Zack. Nein, die wollen wir behalten. Zack. Bekleidung. Zack. Enter. Enter. Das natürlich nicht. So. So, dann. Bei den Tränken müssen wir mal in Ruhe durch. Hallo? Für manche Ehrlich ist es gesagt, Ramsch, für bin mich sind es fertig. Schätze. Bin noch lange nicht fertig. Wir sollten vielleicht auch erstmal die Redekunst leveln, wa? Bevor wir hier wieder nicht können. So, hier kommen wir nicht weiter. Aber hier ließ sich was machen. Händler. Du kannst jeden beliebigen Gegenstand an jeden Händler verkaufen. Das heißt, wir brauchen uns Also du, jetzt nicht wenn mehr ihr damit zusätzliche Arbeit sucht, rumärgern, Schächte, dass wir Dämse oder jetzt Wölfe, dann gibt es bei genug zu bestimmten tun. Händlern nicht Mitglieder der unsere Waffen Diebesgilde loswerden. bekommen bei mir Sonderpreise. Zeigt mal, was ihr So. habt. Ja, du kriegst gleich, was ich habe. So. Bügeleisen, Fell. Bücher.
Nee. So, dann sind wir wieder gut mit dem Gold voran. Jetzt könnte man noch mal einen Level-Up machen. Was müsste man denn da dafür tun, um einen Level-Up zu machen? Wir müssen die gute Frau vielleicht beklauen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, werdet ihr reich. Brecht ihr sie, fliegt ihr raus. Einfach, oder? Den könnte man Taschendieb stehlen. Bratkartoffeln. Ihr hättet ein. Laden. Das habe ich. Laden. Will diesen Ring. Laden. Gib mir diesen verdammten Ring. Das habe ich. Jawohl. Und ja, der Pik reicht. Level-Vorsprung wollte ich eigentlich jetzt erreichen. Mit denen können wir nämlich jetzt wieder ein Stückchen weitermachen. So, wir müssen jetzt natürlich. Jetzt gehen wir hier mal. Hier rausgehen. Vielleicht klappt es ja dann wieder mit dem Rückwärtsgang, dass wir durch den Geheimgang wieder reinkommen. Nein, können wir nicht. Ich habe eine wichtige Mission. Ich muss Gold klauen. So. Jetzt wieder hoch nach Winterfeste. Ich glaube, hey, das war auf der Seite. Ja. So. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Ja, ich weiß. Das kannst du mir versichern, ist klar. So, die Schnalle war ja oben. Können wir ja mal den Namen von der guten Frau merken. Nee. Ist gerade nicht zugegen. Doch, hier ist er. David, warum verschwindet mein... Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ach so, ich muss erst aufsteigen. Okay. So, dann mal hier. Ausdauer, zack. Haben wir wieder zwei Punkte, die wir gleich. So, jetzt. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Jetzt kann man nämlich hier. Oh je, das geht ja schon wieder schnurstracks auf das nächste Level zu. Nö, hat nur das ein Drittel des Level. Nee, naja, so fast ein Drittel. Bisschen mehr eingebracht. So, dann können wir jetzt. Jetzt haben wir immer noch eine volle Tasche, wa? Jetzt müssen wir echt noch mal zurück nach Rifton, um die Taschen zu leeren. Und dann geht's endlich zu Farkas. Das ist ja eine Rennerei hier. Und dann später noch ein paar mehr Hehler freigeschalten haben, wird das deutlich besser gehen. Erstmal haben wir uns hier so ein bisschen verrannt.
So, gucken. Jetzt kann ich auch wieder die Kiste öffnen hier. Nein, ich komme nicht zu dir hin. Brynjolf also. Lasst mich raten. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delvin den Rücken frei. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Ja, ich denke doch wie immer. So, ne, hier fangen wir mal von unten an. Okay, hier ist nichts drin, da nichts. Das haben wir alle schon. So, gestohlen, gestohlen, alles gestohlen. Da klingelt die Kasse. Brauchen wir nicht vergeben. Ach, etwas hiervon, etwas davon. So, Schriftrollen hatten wir. Essen, definitiv. Da hatten wir auch eine Menge. So. Jetzt müssen wir noch halbwegs leer sein. Jawohl. Dann können wir uns jetzt auf den Weg begeben. So, ab zum Staubmannsgrab. Nein, abbrechen. Staubmannsgrab war hier. So, da haben wir hier irgendwie. So, da gehen wir aber nicht hin, das Zeug holen. Da hinten ist nämlich ein Drauken eingesperrt. Ja, Fahrgast, jetzt kommst du, mein Guter, ne? Jetzt ist, wo alles vorbei ist. Alles klar, komm. Hier mal ein bisschen Kohl. Jawoll. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Nö. Und dann ab die Post.
So, ab jetzt wird's lustig. Hier scheint jemand gegraben zu haben. Und das ist vor kurzem. Okay. Seid vorsichtig. Spitzhacke können wir ja brauchen. Kann man mit dir reden? Wir sollten weitergehen. Nee, der reagiert nicht wie ein normaler. Aber wir kommen hier garantiert nochmal rein. In diesen Dungeon. Deswegen nehmen wir das Buch da vorne mal nicht mit. Wir sind auch. Wir müssen ein bisschen achten auf Fallen. Quick Save. Okay. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, hier ist irgendwas. Ja, da hinten. Entschuldigung, Wackers. Oh. Ich muss mal hier meine Waffen neu anordnen. Also wir wollen das auf jeden Fall im Favoriten drin haben und die andere Kriegsachsen Favoriten den Bogen. Ja, und dann machen wir die Favoriten eben auf. Dann haben wir hier die Kriegsaxt, die wir in die rechte Hand nehmen und das in die linke. Aufgepasst, Schwester. Oh je, oh je, oh je. Da haben wir nicht gesehen, dass hinter uns auch einer stand. Oha. Ja, okay. Ui. Ja, ja. Und, gehen wir beiseite. Hier geht's los. Hier müssen wir ja die Waffe nochmal. Machen wir gleich erstmal so. So. Gehen wir erstmal raus. So, da haben wir bestimmt jetzt irgendwo noch ein bisschen Zaubertränke. Das könnte man mal drauf machen. So, Regeneration, Ausdauer. Einfach mal den hier schluckt.
Boah! Nee, das gibt's doch nicht. Ich hab den doch erwischt. Warum hat denn der keinen Schaden genommen? Junge, 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 Junge. Jetzt wird's aber langsam peinlich hier. So, wir haben ein bisschen geordneter an die Sache rangehen. Vor wie ein Maschinengewehr. Jetzt kann ich auch mal ein paar Nahkampfwaffen. Das ist ja nur noch einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich für dich wieder sterben. So, ist doch gar nicht so einfach. Trank der Gesundheit und kleine Heilung. Kann man noch Ausdauer hinzufügen. Nochmal einen Heiltrank. Hä? So. Jetzt wird hier mal die ganze Sache ein bisschen aufgeräumt. Jetzt wollen wir endlich mal hier looten von Feinden. Jawohl, ja. Jetzt mal richtig losgelegt. Endlich wird gekämpft statt geklaut. Allerdings, wir sind gerade bei 22 Minuten, deswegen werden wir einen kurzen Take machen. Wir sind gleich wieder da.